So, ich grüße euch. Heute kleines, kurzes Unboxing. Die ganzen Masters of the Universe Sachen wurden ja neu aufgelegt. Alle haben sich beschwert, dass man von Amazon total die zerknitterten Boxen kriegt. Also meine Box ist in wirklich perfektem Zustand. Aber ich werde das Ding auspacken. Ich habe keine Lust darauf, dass es irgendwo rumsteht, eingepackt, um zu hoffen, dass es vielleicht mal mehr wert wird. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich packe die Sachen lieber aus, schmeiß die Verpackung weg und gut. Und die Sache ist gegessen. Oh mein Gott, das ist überall tausendmal zugeklebt. So. Scheiß drauf. Die Verpackung kommt eh weg. Ich hätte mich auch nicht aufgeregt, wenn sie ein bisschen knittert gewesen wäre. Aber es gibt natürlich viele Sammler, die da super viel Wert drauf legen. Na, ich habe sie auch jetzt erstmal ein paar Wochen eingepackt gelassen, aber ich weiß nicht. Ist nicht meins. Oh, das ist. Wie sucht denn das ab? Soll das ab sein? So, na komm schon. Jetzt machen wir hier keinen großen Klemmer draus. So, hier ziehen wir die Verriegelung raus hier unten. Nochmal die Verriegelung raus, die andere Seite. Okay, was habe ich jetzt getan? Oh, kaputt machen will ich es ja auch nicht. So. Ich weiß nicht, sieht das original aus wie. Ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz das hier entfernen. So total unsensibel. Sieht es aus wie das Original? So. Dann kommen wir an die Seite dran. Dann kommt das da dran, denke ich mal. So. Und das hier, wie wird das eingerastet? Ja. I don't know. Total. Total unsensibel. Ja. Upsala. Was ist denn hier noch dran? Why? I don't know. I don't know. So. Ist das aufziehbar? Oder kann man es einfach nur fahren? Man kann es einfach nur fahren. Ja, so sieht das Teil aus. Doch, es erinnert mich schon so ein bisschen an das Original. Hans, mein Freund. Hans, sage ich schon. Alter, Hannes. Hannes, mein Freund. Wenn du das sehen solltest, sag mir mal, ob das aussieht wie das Original. Du bist ja der größte Masters of the Universe Sammler, den ich kenne. Du kennst dich damit aus wie kein anderer. Ja, aber sieht schon geil aus. Wird sich schön in meinem Regal machen. Werde ich irgendwo da reinstellen. Gibt es immer mal wieder für einen schmalen Euro für, keine Ahnung, was habe ich bezahlt? 13 Euro oder so? Ich glaube, 13 Euro waren das. Werde ich euch verlinken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ciao.